Hierher. So weit, so gut. Die Zivilisten sind weg. Die meisten sind schon über die Grenze. Ein ganzes Land ist dabei zu verschwinden. Sie sind im Weg. So können wir unsere Arbeit nicht machen. Wir müssen die Krankheit isolieren und vernichten. Sie müssen zwei Dinge für mich tun. Östlich von hier ist eine Landezone. Dort ist der Waffenhändler mit einem Koffer voller Diamanten. Er wartet auf einen Hubschrauber, glaubt, er könne abhauen. Die Diamanten gehören mir. Ich brauche sie für die Grenztruppen. Sie besorgen mir diesen Koffer, klar? Und dann sind da noch die APR und die Front. Es sind neue Leute am Ruder, dank Ihnen. Sie sitzen jetzt in einem Lager zusammen. Sie kennen sie, oder? Sie könnten einfach da reinmarschieren, stimmt's? Wenn sie drin sind, töten sie sie beide. Wie ist Ihre Sache? Seien Sie kreativ. Die Leute zu Hause sagen, sie wollen helfen. Das erzählen sie ständig, im Radio und in der Zeitung. Sie lügen. Sie sind nicht bereit zu tun, was nötig ist. Sie tragen ihre Heiligenscheine und sehen zu. Sie und ich, wir wissen Bescheid. Wir treffen uns bei der Grenze. Nur Sie können das tun. Hier drin. Fast. Her mit dem Koffer. Alle hier, gut. Wir brauchen sie. APR und die Front. Sie jagen noch die Zivilisten, um sie zu töten oder zurück über die Grenze zu schleppen. Heute sterben nur die, die es verdient haben. Ich habe Dynamit gelegt. Draußen, bei den Klippen. Aber die Zündschnur ist hin. Also muss einer von uns darauf und die Zündkapseln kurz schließen. Mit der Autobatterie. Die Trümmer versperren die Straße und die Soldaten kommen nicht weiter. Das arme Schwein, das den Job macht, geht drauf. Sie oder ich. Der andere nimmt die Diamanten und besticht damit die Grenzwachen, damit wir keine Probleme beim Übertritt haben. Diese Zivilisten werden heute Abend die Lager erreichen. Ist die Übergabe erledigt, wird dieser Typ, also Sie oder ich, sich selbst in den Kopf schießen.
Ich würde beides machen, aber die Zeit reicht nicht. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir es bis zum Ende durchziehen. Jede dieser Krebszellen muss zerstört werden. Also auch wir beide. Wenn wir unterwegs abbrechen, war alles umsonst. Eine Farce. Alles beginnt von vorne, so wie immer. Was machen Sie? Diamanten oder Dynamit? Ihre Entscheidung.